ehemaligen Krematorium am Ohlsdorfer Friedhof untergebracht wird, also an einem Ort, an dem bis 1933 noch Leichen verbrannt wurden, darf man mindestens als ungewöhnlich bezeichnen. Im kommenden Jahr wird die Flachsland-Zukunftsschule dort einziehen. Eine Privatschule, was nicht ungewöhnlich ist, denn fast 20.000 Mädchen und Jungen in Hamburg besuchen bereits eine Schule in freier Trägerschaft. Tendenz steigend. Diese Kita-Kinder schauten sich heute schon mal an, wo sie künftig zur Schule gehen werden. Im Alsterpalais, dem früheren Krematorium an der Alsterdorfer Straße. Das denkmalgeschützte Gebäude wird vom Träger Kinderwelt Hamburg zur Flachsland-Zukunftsschule umgebaut. Wenn man sich das genau anschaut, ist es ein wunderschönes Gebäude, was eine große Ästhetik ausstrahlt. Und wir sagen, jedes Kind sollte die Chance haben, in einem wunderschönen Gebäude zur Schule zu gehen. Und wir denken, dass es einfach etwas sehr Natürliches ist. Das Leben fängt an und das Leben hört auf. Für die neue Schule sind bereits 50 Kinder angemeldet. Das Besondere, die Mädchen und Jungen lernen vom 1. bis zum 18. Lebensjahr gemeinsam. Zweisprachig auf Deutsch und Englisch. In dem ehemaligen Krematorium entstehen zunächst eine Kita und eine Grundschule. Statt Klassen gibt es jahrgangsübergreifende Lernteams. Wir greifen die Interessen der Kinder auf. Also wir gehen von den Themen, die die Kinder morgens mitbringen, in Projekte und bearbeiten das dann in gemischten Gruppen, jahrgangsübergreifenden Gruppen. Ein Schwerpunkt liegt bei der künstlerischen Bildung. So sollen etwa auch externe Handwerker und Künstler mit den Kindern zusammenarbeiten. Das alles hat seinen Preis. Leider ist es so, dass private Schulen die ersten 3 Jahre gar nicht refinanziert werden. Das heißt, wir sind gezwungen, ein Schulgeld zu erheben. Das bewegt sich zwischen 140 und 200 Euro, je nach Familieneinkommen und Größe. Nach der Wartezeit von 3 Jahren wird das Schulgeld deutlich unter 100 Euro liegen. Für Kinder aus ärmeren Familien soll es Stipendien geben. Die Flachslandschule selbst braucht für den Umbau noch Geld und sucht Sponsoren. Im September startet sie mit den ersten Schülern provisorisch in Poppenbüttel. Im umgebauten Krematorium beginnt der Unterricht dann in einem Jahr. Wenn die Feuerwehr den sogenannten vierten Alarm auslöst, kann man sicher